Der Marco ist ehemaliger Bankdirektor und wir sprechen heute hier über einige Insider-Infos von Banken, die man nicht so einfach bekommen kann an der Öffentlichkeit. Aber der Marco hat hier die Einblicke. Richtig. Und hat sich darauf spezialisiert, Finanzierung bei Banken zu positionieren und hat auch für uns vor kurzem eine Finanzierung platziert. Die ging so schnell durch, sowas habe ich noch nie erlebt. Das war echt wirklich Hut ab, muss ich sagen. Dankeschön. Und die Story von dieser Finanzierung sprechen wir jetzt mal durch, Step by Step. Was passiert halt so Frontend, sage ich jetzt mal, bei dem Kunden? Was sieht der Kunde, was passiert beim Kunde und was passiert aber auch im Hintergrund gleichzeitig bei der Bank, sodass wir mal verstehen können, wie bereite ich die Bank denn vor, was muss ich machen als Kunde, was braucht die Bank, damit sie quasi gerne die Finanzierung ausbezahlt? Ja. So, da haben wir ja eine Wohnung, da gab es auch ein Video vor kurzem zu, habe ich veröffentlicht, hier auch auf dem Kanal auch, und da lief die Finanzierung über den Marco. Richtig. So, das war eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Mhm. Und wie ist es so für dich, wie kannst du am besten die Finanzierung positionieren? Was muss ich als Kunde bringen, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, yo, jetzt machen wir mal eine geile Finanzierung hier? Also das A und O ist natürlich immer die Vorbereitung, wie eigentlich bei allem. Also ich sag mal, der Fabi und sein Team waren natürlich top vorbereitet. Ja, muss man einfach so sagen, dass man als Immobilieninvestor einfach schon mal für sich selber daheim natürlich alles schon mal vorbereitet hat. Das heißt, die ganzen persönlichen Bonitätsunterlagen, die ganzen Nachweise dazu, eine Immobilienübersicht, was bisher als Bestand auch schon da ist, Gesellschafterunterlagen, Gesellschaftsunterlagen wie Gesellschafterliste, Gesellschaftervertrag. Das braucht natürlich die Bank am Anfang einmal und das sollte eigentlich jeder Investor schon gut vorbereitet haben. Das war hier beim Fabi und seinem Team so. Und dann ist natürlich das Objekt an sich, also das Objekt muss natürlich auch gut vorbereitet sein. Ihr kennt es vielleicht auch, mittlerweile ist es so, dass man kriegt zwar vom Makler ein Exposé, aber oftmals fehlen, ich sage jetzt mal, verschiedene Unterlagen, ob das jetzt eine Teilungserklärung, der Nachtrag ist oder was auch immer. Und wenn man da schon selber als Investor, und das war bei euch ja so der Fall, einfach schon hinterher ist und dem Makler auch nochmal gleich sagt, Mensch, oder dem Eigentümer, hey, ich brauche noch das, 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 das. Also so, ich sag mal, eine Checkliste durchgehen. Ja. Da hast du ja von uns eine Checkliste bekommen, was im Endeffekt wir alles benötigen. Und es ist einfach mittlerweile so, wir brauchen durch die gesetzliche Regulatorik mittlerweile zig Unterlagen. Mhm. Und wenn wir das alle schon haben und dann zur Bank gehen, dann geht es natürlich ratzfatz. Also kannst du es auch bei einem Anfänger zum Beispiel schnell und zügig positionieren, so eine Finanzierung, oder geht es einfacher, wenn ein Profi am Werk ist? Also auch ein Anfänger kann man natürlich sehr schnell positionieren. Ich sag mal, klar, im Vorfeld sollte einfach mal ein Gespräch mit einem Profi stattfinden oder mit einem Mentor oder was auch immer, dass man überhaupt weiß, was brauche ich denn für Unterlagen, wenn einer natürlich noch nie finanziert hat. Sollten wir einmal telefonieren, dass er weiß, was man überhaupt die Bank so sehen möchte. Manche Dinge hat auch, ich sag jetzt mal, der Investor auch gar nicht im Kopf. Ja, es ist zum Beispiel wichtig zu wissen, Mensch, was von Eigenkapital liegt denn vor? Mhm. Also Bausparverträge, Versicherungen, Sonstiges. Auch wenn diese vielleicht nicht in die Finanzierung eingebunden werden, würde das ja deine Bonität steigern, wenn du sagen könntest, hey, ich habe ein Aktiendepot mit 100.000 Euro. Willst zwar nicht einsetzen, aber dann hat die Bank natürlich schon mal ein besseres Gefühl. Ja? Weil du halt nicht alles ausgibst, sondern auch ein bisschen investierst. Richtig, und so. Ja. Und ich sag mal, die Sparfähigkeit des Kunden ist da. Ja, und das ist für die Bank natürlich super und sehr positiv. Das heißt, du steigst bei einer ganz anderen Bonität ein. Und das vergessen immer viele. Viele sagen dann immer, Mensch, ich möchte gerne eine Wohnung kaufen, die kostet jetzt 100.000 Euro, ich brauche 10.000 Eigenkapital, einfach mal Pi mal Daumen. Ich habe 10.000 auf dem Sparbuch. Aber die sagen uns jetzt nicht, dass jetzt noch im Depot, in der Versicherung, im Bausparvertrag oder sonstiges was liegt. Und das müssen wir natürlich dann immer nachfassen, weil umso mehr da ist, auch wenn wir es nicht einbinden, ist ja positiv. Weil das Ziel sollte ja immer als Immobilieninvestor sein, das höchste Gut ist Eigenkapital. So wenig wie möglich einsetzt natürlich, genau. Dass man am besten eine 110% Finanzierung hinbekommt, das bekommt man hin. Ja. Das kommt natürlich auf das Objekt drauf an, auf die Bonität des Kunden. Aber deshalb ist es umso wichtiger, dass ich wirklich, ich sage jetzt mal, in dem Sinn als Kreditvermittler alles weiß oder als Banker. Ja. Und früher hat man mal gesagt, Mensch, man sollte nicht alles angeben, der Banker soll nicht alles wissen. Ja. Das ist heute natürlich tödlich, ja, weil einfach
du umso mehr schmälerst, desto besser die Kondition. Genau, du schmälerst einfach deine Bonität. Ja, okay. Richtig. Und deshalb kann auch jeder Anfänger das, ich sage jetzt mal, wenn er da gut vorbereitet ist, auch genauso schnell bekommen. Ja, also ich sage mal, bei einem Angestellten geht es natürlich noch schneller, wobei jetzt bei euch das natürlich rasend schnell dann wieder ging. Ja. 2 Tage waren es. Das war absolut klasse, ja. Man muss natürlich auch immer so sehen, es muss immer alles mitspielen. Die Bankerin muss mitspielen, ja, ihr müsst mitspielen, ich muss mitspielen. Da hat einfach auch wieder alles gepasst. Aber solche Geschwindigkeiten sind tatsächlich möglich. Ja. Also haben wir jetzt gesehen. Ja. Und was läuft denn da im Vorfeld ab? Also wenn ich jetzt zu dir komme mit einem neuen Objekt, dann waren wir bei einer neuen Bank. Also mit der Bank hatte ich ja davor noch nie etwas zu tun. Und die waren halt schon ziemlich begeistert und angetan und wollten das unbedingt eigentlich machen. So den Eindruck hatte ich. Ja. Was leistest du dann für Vorarbeiten? Oder wie läuft das im Vorfeld ab, bevor überhaupt der Termin stattfindet? Geht man da einfach hin? Oder? Nee, also es ist wirklich ein Verkauf. Also ich verkaufe euch als Kunden an die Bank. Ja. Ja. Ich erzähle einfach schon was über den Kunde, mache die Bank schon schmackhaft, sag, Mensch, da kommt Folgegeschäft, die wollen weitere Sachen finanzieren. Da kommen vielleicht auch, ich sage jetzt mal, Cross-Selling-Ansätze. Jede Bank möchte ja auch eine Versicherung oder Sonstiges auch platziert haben. Ja. Und solche Sachen kann man natürlich aktiv bei der Bank ansprechen. Also es ist wirklich ein Verkauf. Also das kann man einfach nicht anders sagen. Und wenn man natürlich selber sehr gute Kontakte zu der Bank hat, ja, dann ist es natürlich noch mal einfacher, weil am Schluss ist es wirklich so, jede Bank, egal wo sie ist, kann dir immer die beste Finanzierung machen und die schnellste, wenn die handelnde Person das auch will, also die Bankerin oder der Banker. Und das ist eigentlich immer nur der Hintergrund, dass das Zwischenmenschliche passt, das Soziale einfach passt. Und wenn das natürlich perfekt vorbereitet ist, dann macht das natürlich lieben gern jeder Banker, weil der möchte auch Geschäft machen. Ja. Und dementsprechend ist die Vorbereitung zum Gespräch, also für dich als Investor, wer ist der Investor, was macht der Investor, ja, warum soll man gerade den finanzieren, aber auch von den Unterlagen her, das A und das O. Richtig. Okay. Also wir hatten jetzt eine Finanzierung, das waren 20% von der Gesamtsumme, also war es Eigenkapital, ne? Richtig. Also Kaufpreis plus Nebenkosten plus Sanierung und davon 20% mussten wir als Eigenkapital bringen. Ja. Und da gab es auch einen Trick, zum Beispiel im Gespräch hat der Marco, wir waren zu zweit bei der Bank, plus halt Bankerin, genau. Und dann hat er so einen Eindruck gegeben, das wird zu eng zeitlich, ne? Und dann hat der Marco die Frage gestellt gehabt an die Bank, wie viel Eigenkapital muss der Herr Fröhlich zusichern, damit es jetzt klappt, ne? Richtig. Und dann hat die Bank gesagt 20% und ich habe ja gesagt. Und dann zack, zack. Ging das ratzfatz. Aber ich, wenn ich alleine da gesessen wäre, hätte ich mir gedacht, okay, shit, wird wohl nichts jetzt in dem Fall, muss ich zur anderen Bank. Das sind halt einfach die kleinen Keypoints, wo man dran drehen kann und dann doch eine Finanzierung möglich machen kann, wenn sie vielleicht doch als unmöglich erscheint. Ja, also es ist natürlich klar, ich sag mal, mein Team und ich, wir haben einfach mittlerweile die jahrelange Erfahrung. Wir sind, die Hälfte vom Team sind ehemalige Banker. Ja, das heißt, wir kennen natürlich die Prozesse hinter, ich sag mal, hinter der Fassade, hinter der Bank, auf was geachtet wird. Und dementsprechend wissen wir natürlich auch, welche Fragen wir stellen müssen, um ans Ziel zu gelangen. Ja, am Schluss ist einfach wichtig, der Kunde oder ich sag mal der Banker, der sagt vielleicht im ersten Moment, oh, das kriegt man nicht hin, ich gehe jetzt in Urlaub oder was auch immer, so war es da in dem Fall auch. Aber am Schluss, wenn man da, ich sag mal, so die richtigen Stellschrauben zieht und das ist im Endeffekt die Eigenkapitalschraube, dann funktioniert das auch trotzdem ratzfatz. Ja? Ja. Man muss natürlich wissen, welche Frage man stellt. Richtig. Ja. Was gibt es noch für Fragen? Also, was natürlich auch ein guter Punkt immer ist, dass man einfach auch der Bank signalisiert, man möchte natürlich weiteres Geschäft machen. Das sollte nicht an einem Geschäft natürlich nur bleiben, sondern man will weiteres Geschäft machen. Und da leben wir einfach immer so, ich sag mal, das Credo, es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Man muss auch manchmal der Bank einfach einen Knochen zuwerfen, ein Fleischstück, sage ich jetzt einfach mal. Und auch eine Finanzierung mal mit mehr Eigenkapital bieten. Ja, einfach, dass die Sicherheit einfach der Bank noch mehr gegeben ist. Und dann macht auch die Bank eher mal beim nächsten Objekt eins, Mensch, wo man gar kein Eigenkapital zum Beispiel einbringt. Also es ist immer so ein bisschen ein Geben und Nehmen. Ja, weil heute ist es wirklich so, eine Bank lebt nicht jetzt, also die Bankerin, sagen wir so, oder der Banker, der lebt halt nicht von der Provision. Der kriegt jeden Monat sein gleiches Gehalt, aber er hat natürlich eine Zielerreichung. Ja? Und wenn man natürlich weiß, Mensch, jetzt Kinder vom Fabian Fröhlich und Team kriege ich im Jahr x Euro an Finanzierungen, als Beispiel, dann
will sie natürlich eine enge Kundenbindung haben mit dir und dann funktionieren natürlich auch die Finanzierungen viel leichter mit der Zeit, weil dann natürlich dann einfach gefestigte Beziehung da war. Okay, jetzt habe ich nochmal eine Frage zu deinen ganzen Mitarbeitern, das sind ja alles Ex-Banker. Mögen die dich überhaupt dann noch, die Banken, wenn die alle zu dir wechseln? Ja, also ich sag mal, ich wenn ich zurückblicke, ich war fast 10 Jahre bei der Sparkasse ja, und es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich sage auch heute jedem, ich bin eigentlich immer noch Banker, ja, obwohl ich jetzt mittlerweile meine eigene Firma habe und jetzt nicht nur die Bankgeschäfte mache, sondern auch Versicherungen, Immobilien und so weiter. Aber dadurch, dass ich da wirklich im sehr, sehr guten Verhältnis von meiner alten Bank gegangen bin und denen immer noch natürlich sehr viel Geschäft liefere, ja, ist das natürlich immer noch ein sehr, sehr enges Vertrauensverhältnis und ist immer noch eine Win-Win-Situation. Ich bin vielleicht als Mitarbeiter nicht mehr vor Ort, aber oder ein Teil meiner Mitarbeiter nicht mehr vor Ort, ja, weil wir auch bei der gleichen Bank waren. Aber wir bringen denen mittlerweile so viel Geschäft, dass das trotzdem, ich sage jetzt, noch eine Win-Win-Situation ist. Okay. Ja, und das ist einfach so das Motto, man sieht sich immer zweimal im Leben und das ist ganz, ganz wichtig. Oder sogar noch öfter. Richtig. Die Banker, bei den Bankern ist es ja heutzutage so, dass die nicht mehr von der Provision leben. Ja? Richtig. So, aber die haben trotzdem eine Zielerreichung. Ja. Wie ist das denn zu verstehen? Also was passiert, wenn sie die Ziele nicht erreichen? Fliegen sie dann raus oder kriegen sie weniger Gehalt oder kriegen sie dann doch noch einen Bonus? Ja, also die meisten Banken haben, ich sag mal so, leistungsorientierte und ertragsorientierte Vergütung. Das bedeutet, es gibt eine Abteilung, das ist das Immobiliencenter als Beispiel. Ja. Die haben dann einen Topf, da werden so viele Erträge durch Finanzierungen, Krediten, Bausparen, was auch immer generiert. Ja? Mhm. Und je nachdem, was für einen Anteil natürlich der Banker daran hat, profitiert er davon. Ja? Mhm. Und dann gibt es einfach einen Verteilerschlüssel, ja, dass im Endeffekt ein Berater, ein Finanzierungsberater, x Euro davon bekommt. Wie er wiederum den Ertrag erwirtschaftet hat. Also das heißt, hat er möglichst viele Bausparverträge gehabt oder viele, ich sage jetzt mal, Finanzierungen oder was auch immer, also wie seine Marge im Endeffekt war, bekommt er im Endeffekt aus seinem Topf quasi was ausgeschüttet, einmal im Jahr. Und das verteilt dann im Endeffekt dann auch der Chef. Also das Gute an diesem Konzept ist, finde ich, dass natürlich jetzt nicht mehr ein Berater wegen einer Finanzierung oder einem Geschäft ein Geld bekommt, sondern man muss seine ganze Jahresleistung sehen, ja, sodass wirklich eine kontinuierliche Leistung auch da ist. Und ich finde das natürlich für den Kunde sehr gut, weil es kann natürlich sein, Mensch, bei dem Geschäft verdiene ich jetzt richtig viel, ja, da mache ich das so. Und das verleitet natürlich den einen oder anderen Berater, ja, sondern man denkt dann schon eher so das Längerfristige. Und das ist natürlich schon für eine Bank wertvoller, für den Kunde auch wertvoller, sag ich. Und ich sag mal, der Mitarbeiter fliegt nicht raus, wenn er jetzt sein Ziel nicht erreicht. Aber ich sag mal, als Vorgesetzter hat man natürlich da wieder einen Ansatzpunkt, Mensch, an was liegt es denn vielleicht? Ja? Und die Leute sitzen, denke ich, bei einer regionalen Bank, jetzt einer Sparkasse, Volksbank, schon an einem sicheren Sattel. Ja? Aber da wird dann natürlich, dann werden dann schon mal Gespräche geführt. Aber ich sag mal, in der aktuellen Zeit, sind wir mal ehrlich, die Finanzierung oder Immobilienbranche boomt immer noch, trotz Corona, toi toi toi, ja, klopf ich auf Holz. Man kann eigentlich gar nicht schlechte Ergebnisse aktuell zielen in der Finanzierungswelt. Es ist einfach so. Ja. Kapital wird immer gebraucht. Ist ja im Moment klar, absolut. Also der Boom ist immer noch da. Ja. Und was haben jetzt zum Beispiel die Kunden für einen Vorteil, wenn sie jetzt über eine Wirtschaftsberatung kommen, ja? zum Beispiel zu dir gehen und sagen, hey, ich habe hier ein Projekt, möchte es durchsetzen oder vielleicht auch ein privates Haus. Was sind das genau für Vorteile, die man so hat, wenn man jetzt zum Beispiel zu einer Beratung geht, anstatt direkt zur Hausbank? Also der Vorteil ist halt bei uns, wir haben natürlich A, das Know-how, wie gesagt, hinter der Fassade der Bank. Wir wissen, welche Prozesse wir anstoßen müssen, damit es schnell geht, damit es natürlich sehr lukrativ geht von den Konditionen her. Aber bei uns ist natürlich so, wie jeder Einkäufer, wir haben einen gewissen Volumenbonus. Also ich sage jetzt mal, mein Team und ich, wir machen über 50 Millionen Euro Umsatz im Jahr im Finanzierungsgeschäft, also im Finanzierungsvolumen. Ja. Also nicht 15 Millionen Umsatz von der Firma, sondern 15 Millionen Volumen. Und dadurch haben wir natürlich schon, ich sage jetzt mal, andere Margensätze, wie jetzt der Endkunde, wenn der einfach zur Bank geht. Ja. Also die Bank möchte uns natürlich jetzt nicht ärgern,
wenn jetzt wiederum du über mich zur Bank gehst, wie wenn du direkt gehst und versucht natürlich da auch meinen Einkaufsbonus auch auf deine Kondition wieder zu spiegeln. Ja, und wenn sie es mit dir verscherzen, dann sehen sie halt die 50 Millionen, die sie dir in Flöten gehen. Genau, also wir machen natürlich das nicht nur bei einer Bank, ja, das ist auch klar. Wir haben natürlich schon ein paar verschiedene Banken, aber wir haben natürlich schon ein paar große Banken, wo wir wirklich 20 Millionen mehr platzieren. Ja, und da gehören wir, denke ich, schon zu den wichtigen Vermittlern und die wollen es uns natürlich nicht verscherzen mit uns. Ja gut, dann halte ich meine Unterlagen bei dir mal up to date. Genau. Dass es zügig geht, wie beim letzten Mal. Das war echt krass, also wie schnell das ging, muss ich echt sagen. Dankeschön. Gut performt, nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Das ist ja sehr extrem gut. Wichtig. Absolut. Und ihr könnt ja auch deutschlandweit Finanzierung klären. Können wir, ja. Das heißt, wenn jetzt einer von euch da draußen das Video hier schaut und sagt, hey, ich habe Bock, einen Flip zu machen, ich habe Bock, Bestand zu machen, egal was auch immer, ja. Da ist der Marco auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner dafür, weil viele, was ich mitbekomme, Leute haben das Problem, und die Schwierigkeit, die können gar nicht so richtig mit ihrer Bank über eine variable Finanzierung zum Beispiel reden, weil das ist halt einfach in der Privatkundenabteilung noch nicht so ganz angekommen teilweise. Richtig. Und wenn man hier halt zum Beispiel herkommen würde, dann ist es auch möglich zu platzieren, also gar kein Problem. Deswegen absolut. Empfehle ich das jedem, wenn man mal eine Finanzierung machen will, Flip, Bestand oder was auch immer, mal einfach ein Vergleichsangebot auch einzuholen, weil ihr seid auch immer ziemlich stark im Schlagen. Ne? Also ihr könnt auch Konditionen optimieren und toppen. Ja, also wir wollen auch immer, ich sag mal, wenn ein Kunde zu uns kommt, sagen wir immer, Mensch, hol bitte bei deiner Hausbank auch ein Angebot. Ja. Einfach, ich sag mal, proaktiv, dass wir auch beweisen können, dass wir da sehr gut im Markt am Start sind, sag ich jetzt mal, dass wir das auch gut können. Also du hast keinen Schiss, dass der Kunde dann nee. Und ich sag mal, wenn tatsächlich die Hausbank oder der Banker wo des Vertrauens, wo er hingeht, besser ist, dann soll er das haben. Ja, also wir sehen das als Wettbewerb. Oftmals ist wirklich so, dass ein Vergleich da ist und dann merkt er einfach, hey, allein schon von der Beratungsqualität ist das was ganz anderes, wie er es bei uns bekommt, weil wir gehen wirklich mit dem Kunde von A bis Z auch alles durch. Mhm. Wir erklären das dem Kunde, ich sage jetzt mal nicht im Fachjargon, sondern wirklich so, dass jeder Laie das auch versteht, weil das ist ja das Wichtige, weil wir reden ja nicht über 10.000 Euro, sondern wir reden auf oftmals 100.000 aufwärts. Ja, das ist eine große Investition, es muss verstanden sein. Ja. Und dementsprechend ist das für den oftmals schon ein Vorteil, weil ein Banker, der schiebt dir vielleicht ein 10-Jahres-Angebot hin und fertig. Ja, gibt es auch natürlich sehr gute Banker, das ist nicht so, ja, aber ich sage jetzt mal die Allgemeinheit. Und dann hat er bei uns allein schon den Beratungsvorteil, aber auch oftmals den Konditionsvorteil. Und deshalb sehen wir das immer sehr gelassen mit dem Wettbewerb. Und wenn tatsächlich das mal vorkommt, also ich kann das bei meiner Mandantschaft an einer Hand abzählen, das kommt vielleicht 2-3 Mal im Jahr vor, dass jemand besser ist, dann hat derjenige das auch verdient, dass er die Finanzierung kriegt. Ja. Ja. Es lohnt sich auf jeden Fall, mit einem Profi zu reden, bevor man irgendwie mal kurz hier bei der Hausbank was abschließt. Weil ein Mieter von uns zum Beispiel, ja, der hat mir erzählt, er hat seine Wohnung verkauft und wohnt jetzt zur Miete. Mhm. Also es war irgendwie private Hintergründe, musste er verkaufen, hat 80.000 Euro Gewinn gemacht. Da habe ich mir gedacht, geil, nicht schlecht. In 3 Jahren, krass. Einfach dem Markt geschuldet, wenn die Vorfälligkeitsentschädigung nicht 80.000 Euro gewesen wäre, wäre alles weg, ne? Ja, das ist natürlich dann schlecht informiert im Vorfeld. Und jetzt kauft er wieder was Neues. Dann habe ich zu ihm gesagt, hättest du einfach einen kurzen Pfandaustausch gemacht, hättest du 80.000 Gewinn haben können. Ja? Zum Beispiel. Ja. Aber die Bank sieht natürlich halt, ja komm, kurz 80.000 hier mitnehmen, fertig. Für die war das natürlich klasse dann, ja. Natürlich, ja. Und es gibt viele Tricks, was man reinbauen kann, wie rollierendes Eigenkapital, wie ein Pfandtausch. Also das lohnt sich schon, dass man mal mit jemand, ich sag mal, mit dem Berater seines Vertrauens auch mal drüber sprechen kann, weil es gibt einfach viele Dinge, die, ich sag mal, der Otto-Normalverbraucher auch nicht im Google lesen kann. So nenne ich es jetzt einfach mal. Auch wenn du jetzt keine Bank bist, ist schon das Bankengeheimnis trotzdem gegeben, oder? So. Das Bankengeheimnis ist immer gegeben. Also wir leben immer noch das, klar, der Mandant, was der uns sagt, das bleibt bei uns. Mhm. Ja, weil wir natürlich schon, ja, der Kunde lässt die Hosen runter bei uns, sage ich jetzt einfach mal übertrieben gesagt. Ich habe sie gerade auch aus. Ich sehe meine nicht zum Glück. Und daher ist natürlich das schon wichtig, dass wir da das alles für uns behalten, ist natürlich klar. Okay. Also das leben wir ich sag mal, dafür stehen wir auch für unseren Ruf, weil ich sag mal, wir können uns 25 Jahre einen super Ruf aufbauen, in 5 Minuten kann wieder alles vorbei sein, ja. Wenn man eine kleine, ich sag mal, Fehlentscheidung getroffen hat.
Ja. Okay. Alles klar, Marco. Dann bedanke ich mich bei dir für die Einblicke in die Bankenwelt. Sehr gerne. Auch so die Hintergründe mal zu verstehen, was halt für einen Banker wichtig ist, ja, auf persönlicher Ebene. Das ist so ein Einblick, den man nicht bekommt eigentlich, wenn man mit draußen da so unterwegs ist. Immer denken, der Banker ist dein Freund. Also das ist immer ganz wichtig. Die Bank ist nicht böse. Nee. Wir wollen ja was von der Bank. Und deshalb ist das Verhältnis zum Banker ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ja. Also das ist ganz entscheidend. Gut, alles klar. Dann danke dir für die Einblicke. Ich schicke dir die nächsten Deals wieder rüber. Dann gucken wir mal, ob wir es wieder in sehr zwei gerne. Tagen hinbekommen. Und dir viel wunderbar. Erfolg. Danke dir. Wir sehen uns. Und euch auch viel Erfolg. Und viel Erfolg mit euren Finanzierungen. Super. Vielen Dank.